Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir darüber, warum die aktuelle Situation große und tolle Möglichkeiten für dich und deine Entwicklung bietet. Viel Spaß beim Video. Also, wir sind in einer außergewöhnlichen Situation, in einer außergewöhnlichen Lage. Und das Ganze hat natürlich viele negative Aspekte, aber es hat auch positive Aspekte. Und genau über die möchte ich heute sprechen. Ich glaube, wir haben in unserer gesamten Lebzeit, zumindest kann ich das von mir sagen, ich weiß nicht, wie lange du jetzt oder wie alt du bist, ich weiß nicht, wie alt du bist, wenn du meinen Channel schaust, die meisten sind so in meinem Alter ein bisschen drüber, ein paar sind ein bisschen drunter, aber wir haben wahrscheinlich in unserer Lebzeit noch nie so eine Situation erlebt, wie es jetzt gerade ist. Und auf der einen Seite ist es natürlich scheiße, ich würde auch gerne zum normalen Alltagsleben übergehen, ich würde auch wieder gerne mit meinen Coaching-Unternehmen ordentlich weiterarbeiten können, das ist ganz klar. Ich würde mir nicht wünschen, dass es so ist, aber es ist nun mal so. Aber ich möchte mal eine andere Seite betrachten. Und zwar die Seite, die es uns ermöglicht, jetzt in diesem Fall A, natürlich auch als Menschen, aber B, weil wir ja hier auf dem Channel über Erfolg mit Frauen, Männlichkeit und so weiter reden, dass das eine ganz, ganz tolle Weiterentwicklungsmöglichkeit für uns als Männer ist, um ganz, ganz viel über uns zu lernen und ganz viel über die Welt und den Umgang mit der Welt zu lernen. Denn es ist ja nun mal so, dass wir normalerweise nicht von außen extern großartig herausgefordert werden. Das heißt, wenn du unterwegs bist, ganz normal in deinem Leben, dann ist es nicht so, dass die Umgebung extreme Herausforderungen an dich stellen würde. Klar, du musst ein bisschen Geld verdienen, um irgendwie über die Runden zu kommen und so weiter. Das ist schon eine Herausforderung, aber eben auf einem ganz anderen, ja, Level. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wirklich die Außenwelt unkontrollierbarerweise auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, naja, uns in eine Situation gestürzt hat, die so ein bisschen, ja, unsicher und unklar ist. Und hier an der Stelle haben wir die wirklich vielleicht einmalige und einzigartige Möglichkeit, was tatsächlich sehr toll ist, zu lernen, mit dieser Unsicherheit, mit diesem Nichtwissen, was passiert, mit diesem sich vielleicht auch nicht sicher fühlen, umzugehen. Weil normalerweise sind wir natürlich hier, auch gerade in Deutschland, sehr sicher. Ne? Wir sind hier sicher, du kannst zur Arbeit gehen, kannst da dein Geld machen, kannst nach Hause gehen, kannst dich vom Fernseher setzen und musst dich mit kaum Unsicherheiten auseinandersetzen. Wenn du dann mal deinen Job verlierst, dann kannst du Hartz IV bekommen oder Arbeitslosengeld und hast auf jeden Fall genug Geld, um nicht drauf zu gehen. Also wir haben hier ein unglaublich großes Auffangnetz, mit dem wir hier arbeiten und das uns auch niemals wirklich zwingt, wenn wir das nicht wollen, auf einen Punkt zurückzufallen, wo es wirklich, wirklich sehr problematisch wird. Ne? Aber natürlich können immer Dinge kommen, die das Ganze aus dem Gleichgewicht bringen. Ne? Wenn du jetzt eine Krebserkrankung bekommst und so weiter, das sind alles Dinge, die sind sehr unkontrollierbar und die sind natürlich sehr scheiße. Aber auf der anderen Seite geben sie dir auch die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung insofern, dass sie dich halt eben herausfordern und, naja, die Aufgabe an dich stellen, hier, mein Freund, lern mal mit Unsicherheit, mit Ungewissheit umzugehen. Und das ist genau das, was wir jetzt tun können. Und das ganz Interessante ist, dass wir hier eine gewisse Unsicherheit auf einer Makroebene haben, also auf einer oberliegenden, einer größere gesehenen Ebene. Du kannst dir das vorstellen, Makro-Mikroebene wie das Universum und die Erde. Das Universum ist die Makroebene, die Erde ist eine Mikroebene. Und was wir hier haben ist halt, und deswegen ist es so interessant für uns, wir haben ja auf der Makroebene eben diese Unsicherheit in der Welt, die aktuell vorliegt. Aber auf der Mikroebene ist es eben genau die Unsicherheit und genau das Nichtwissen, was kommt, was du auch immer wieder mit Frauen erlebst. Was du immer wieder im Umgang mit Frauen erlebst, ganz egal, ob du die Frauen jetzt ansprichst, gerade kennenlernst, datest oder ob du mit denen zusammen bist und vielleicht eine Familie mit denen hast oder einfach vielleicht nur was Sexuelles. Es ist sehr egal, auf welcher Ebene wir uns hier bewegen von diesen 5 Ebenen, die ich gerade aufgezählt habe. Du wirst immer mit einer gewissen Unsicherheit, einer gewissen, ja, du weißt nicht genau, was kommt. Es könnte alles Mögliche passieren. Die Frau und ihre teilweise sehr wilden und starken Emotionen können dich halt immer wieder in Situationen bringen, wo du dir denkst, scheiße, was jetzt? Wo auch deine Logik versagt, wo du irgendwie nicht mehr weißt, was du tun sollst. Und viele von uns haben das sicherlich schon mal gerade in Beziehungen erlebt und stehen dann oder standen dann vielleicht manchmal vor dem Punkt, wo man gesagt hat, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll. Ja, dass man sich so verläuft mit einer Frau, dass man einfach gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Weil eben Frauen genauso wie die Welt an sich, ne, die Welt ist hier die Makroebene, Frauen sind die Mikroebene, einfach mit sehr viel Wildheit und mit sehr viel Unsicherheit von unserer Perspektive aus gesehen auch uns entgegentreten. Und das ist das Schöne auch an Frauen, ich sage das ja immer wieder, dass eben Frauen ganz, ganz tolle auch Entwicklungshelfer sind. Ne? Also die weisen sich auf deine Schwachpunkte hin, auf deine Schwachpunkte in deiner männlichen Entwicklung besser als jede andere Person das könnte. Und das mag im ersten Moment so ein bisschen fies sein und wirst du denken, ja, ich will das eigentlich gar nicht, warum kann sie nicht aufhören?
Aber auf der anderen Seite ist es eine unglaublich tolle Entwicklungsmöglichkeit und das haben wir hier eben genauso. Und wenn du es jetzt in dieser Zeit schaffst, wo wirklich die Welt dich auch in eine gewisse Unsicherheit stürzt, wenn du es in dieser Zeit schaffst, mit deiner eigenen Angst vor Unsicherheit oder Angst im Allgemeinen, könnte man fast sagen, besser umzugehen, dann wirst du hier sehr, sehr gestärkt aus der Gesamtsituation rauskommen und wirst diese neuen Fähigkeiten eben auch mitnehmen können in deinen Umgang mit Frauen, wenn dieser Teil des Lebens dann wieder, ich sag mal, ein bisschen mehr verfügbar ist. Das heißt, hier wirklich eine unglaublich und einzigartige Chance, dich durch eine extern forcierte Unsicherheit mit Unsicherheit und Angst auseinanderzusetzen. Ganz, ganz interessant, ganz, ganz tolle Möglichkeit. Wie machst du das jetzt? Wir haben in vergangenen Videos zum Thema emotionale Arbeit schon mal drüber gesprochen. Ganz, ganz wichtig ist immer, und dazu ist die aktuelle Situation auch sehr gut, dass du dich nicht ablenkst, wenn sowas kommt. Das heißt, wenn du durch die aktuelle Situation verunsichert bist, wenn da eine gewisse Unsicherheit, Angst, was auch immer besteht, und das ist ja bei vielen Menschen der Fall, dann geh einfach mal rein in diese Emotionen. Also alles, was an negativen Emotionen du jetzt im Zusammenhang in dieser Situation spüren wirst und vielleicht auch noch in Zukunft spürst, mach es dir mal zur Gewohnheit, da reinzugehen. Geh mal in diese negativen Emotionen rein und lauf nicht davor weg. Das heißt, wenn diese negativen Emotionen kommen, was es auch immer sein mag, dann bitte nicht vor den Fernseher setzen oder irgendwas anderes machen oder dich mit deinen Freunden draußen treffen oder mit Frauen. Haha, geht ja gar nicht. Sondern einfach mal in die Emotionen reingehen, einfach mal bei der Emotion bleiben und dich, so könnte man sagen, mit der Emotion anfreunden. Das ist das Endziel, was wir erreichen wollen. Wir wollen uns mit unserer eigenen Angst anfreunden, damit wir kein Problem mehr mit unserer eigenen Angst haben. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann dürfte auch klar sein, dass solche Problemfelder wie Ansprechangst beim Flirten, beim Frauenansprechen nicht mehr so ein großes Ding sind. Denn eigentlich ist nicht die Ansprechangst das Problem, sondern dein schlechter Umgang mit der Ansprechangst. Ansprechangst an sich ist nicht das Problem, das ist einfach nur eine Emotion. Du kannst nur nicht gut damit umgehen, weil wir halt, das habe ich ja eben schon mal gesagt, eigentlich hier in unserem normalen Leben, so wie es normalerweise läuft, nicht sehr viel damit konfrontiert sind. Und jetzt sind wir zwangsläufig damit konfrontiert. Und das ist das Tolle, das ist die Möglichkeit. Du kannst jetzt in dieser Krisensituation lernen, Führung zu übernehmen. Für dich selber, für deine eigene emotionale Lage, aber auch für andere Menschen. Du kannst sozusagen die Sicherheit sein, der Fels in der Brandung für andere Menschen, die vielleicht in dieser Zeit sehr unsicher sind. Du kannst hier aktiv Führung lernen. Du kannst hier aktiv ein gutes Vorbild sein und andere Leute supporten, anderen Leuten helfen. Und das sind alles Fähigkeiten, die du ganz wunderbar dann wieder mit übertragen kannst in deinen Erfolg mit Frauen. Und das heißt, so gesehen ist die aktuelle Zeit wirklich vielleicht sogar wertvoller, als wenn du einfach so rausgehen könntest und Frauen kennenlernen könntest, mit Frauen flirten könntest. Das, was du da nennst, ist natürlich auch wichtig. Das ist auch eine Sache, die dich in Angst wirft. Aber unsere aktuelle Situation bietet eben die Möglichkeit, ja, für eine echte Charakterstärkenentwicklung. Ne? Und für dich jetzt speziell, wenn wir von der männlichen Seite uns das anschauen, bietet wirklich eine Möglichkeit für dich, dich weiterzuentwickeln von der jungen Psychologie hin zur Mannpsychologie. Ne? Jemand, der stark ist für andere, jemand, der anderen Support geben kann, jemand, der sich um andere kümmern kann, weil er selbst die Stärke besitzt in dieser Situation, die du dann entwickelst, wenn du dich ordentlich mit deiner emotionalen Lage auseinandersetzt. Das haben wir ja gerade jetzt davor besprochen. Das heißt, so negativ die Situation auch ist, und das ist sie natürlich, und ich würde mir auch wünschen, sie wäre nicht so, desto wertvoll, irgendwie war die Formulierung war vorhin falsch, aber die Situation hier ist sehr wertvoll, das ist das, was ich unter dem Strich damit aussagen möchte. Die Situation ist sehr wertvoll, wenn du sie richtig nutzt, gerade diese emotionale Arbeit, aber auch die Möglichkeit, positive Führung, ein positives Vorbild zu sein für deine Mitmenschen in dieser Situation, das sind alles Sachen, die dich auf deiner Männlichkeitsentwicklung ganz enorm voranbringen werden. Denn wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich will es nur einmal kurz anreißen, dass die Entwicklung zum Mann eben auch von dir verlangt, von einer gewissen Ego-Perspektive wegzuarbeiten, hin zu einer gewissen, wie kann ich mit meinen entwickelten Fähigkeiten den Menschen dienen. Die Entwicklung zum Mann bedeutet eben auch die Entwicklung hin zum Dienen. Ne? Hin dazu, dass du deine Fähigkeiten, deine optimalerweise entwickelten Fähigkeiten, wenn du nichts drauf hast, dann solltest du dich mal darum kümmern, Kompetenz zu erlangen in dieser Welt bei irgendwas, aber deine Fähigkeiten zu nutzen,
um anderen Leuten zu helfen, um der Welt zu helfen. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt die ganze Zeit nur Leuten helfen sollst und nicht mehr auf dich selbst schauen sollst. Es gibt auch eine absolut ungesunde Art des Helfens, wenn du nämlich nur anderen hilfst und dabei keine Rücksicht auf dich selber nimmst. Natürlich muss es erstmal von einer eigenen guten Quelle auskommen. Du musst dich immer erst um dich kümmern und dann kannst du dich um die anderen kümmern. Das heißt, wenn du jetzt nur noch deine Zeit in andere Leute investierst und dabei selbst kaputt gehst, ist absolut niemandem geholfen. Aber wenn du da einen guten Ausgleich schaffen kannst, wenn du erstmal dich selbst stärkst und solche Situationen können uns eben dabei helfen, kannst du dich dann weiterentwickeln von der Jugendpsychologie zur Mannpsychologie, wo du dann in der Lage bist, eben auch zu schauen, wie kann ich anderen Leuten helfen? Wie kann ich meine Fähigkeiten einsetzen für etwas Gutes, etwas Positives, etwas Lebensbejahendes, etwas Entwicklungsbejahendes? Ne? Und wie genau das aussieht, das ist natürlich egal. Ich zum Beispiel nutze hier meine Fähigkeiten, um dir bei Entwicklung zu helfen. Ne? Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und das unterscheidet eben sehr stark den Mann vom Jungen, denn der Junge hängt fest in, ich will meine Bedürfnisse erfüllt haben und es geht nur um mich und Hauptsache ich und die anderen. Das ist der kleine Junge. Der kleine Junge ist der kleine Junge, den du auch auf der Straße sehen kannst, der anfängt rumzuquengeln und rumzunörgeln, wenn er nicht das bekommt, was er haben will. Das ist kleine Jungpsychologie. Und das hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Und das ist auch eine Frau. Eine Frau merkt das sofort. Wenn du noch auf dieser Schiene unterwegs bist, merkt die das sofort. Instinktiv. Absolut sofort. Scheiß drauf, wie alt die ist. Macht keinen Unterschied, außer sich selber 13, 14 und sowieso nur mit sich selbst beschäftigt. Aber sobald eine Frau, sage ich mal, volljährig ist oder irgendwo so in diesem 20er-Bereich ist, wird sie da schon ein Gefühl für haben. Und das ist eine unglaublich abturnende Sache. Und das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, jeder wäre von einem kleinen, nörgelnden Jungen abgeturnt. Wenn man ein kleiner, nörgelnder Junge ist, weil man ein kleiner Junge ist, ist schon in Ordnung. Dann gehört es halt dazu. Aber irgendwann muss man sich eben auch da wegentwickeln. Und wie gesagt, jetzt die Situation eine wunderbare Entwicklungsmöglichkeit für jeden, aber auch speziell für uns als Männer. Von daher nutzen wir das, entwickeln wir uns weiter. Und ja, machen das Beste aus der sehr produktiven Situation, wenn man so sagen möchte. Schön, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Das ist jetzt keine Neuigkeit mehr. Oder vielleicht doch, wenn du zum ersten Mal zuschaust. Hier oben kannst du den Channel abonnieren. Auf jeden Fall machen, wenn du zum ersten Mal zuschaust. Hier kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und hier unten kommst du zu weiteren Videos für deinen Erfolg mit Frauen. Tipps kriegst du da von meiner Seite aus. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.